In diesem Video zeige ich euch das Pixar Place Hotel. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier aus Disneyland Anaheim und zu einem Hotel-Video hier vom Pixar Place Hotel. Eines der drei Disney-Hotels, die es hier on property gibt. Und ich kann euch sagen, es ist das günstigste Hotel, aber dennoch super teuer. Wir haben, glaube ich, um die $500 pro, also für eine Nacht, wir haben nur eine Nacht übernachtet bezahlt, für zwei Personen. Und in diesem Video zeige ich euch das Hotel, die Lobby. Man kann hier exklusiv Bing-Bong treffen von Alles steht Kopf. Geht nur in diesem Hotel. Er ist meistens so morgens da, immer mal wieder. Es gibt kein festes Schedule. Ihr könnt aber hierher kommen, wenn ihr mal hier seid und nicht hier übernachten möchtet, aber unbedingt Bing-Bong treffen möchtet. Könnt ihr einfach hierher kommen im Uber oder ihr lauft von Disney Downtown her und könnt ihn einfach treffen und wenn ihr Glück habt. Ja. Oh, das ist ein so ein schöner Vogel. Oh mein Gott, wo habe ich ihn gesehen? Es ist ja gerade. Seht ihr ihn auf dem Ast da? Oh, der ist aber süß. Oh mein Gott. Jetzt ist er weg. Okay. Zurück zum Pixar Place Hotel und ich glaube, ich stehe hier mitten im Weg am Eingang. Genau, also ich zeige euch auch, es gibt per Essensmöglichkeiten, es gibt aktuell ein Inside Out 2, also Alles steht Kopf 2, Showroom, ich zeige euch die Lobby und es sind so viele schöne Details, kann ich euch sagen. Aber wir starten erstmal mit einer Roomtour, die wir aber gestern Abend schon gefilmt haben, weil wir relativ spät aus den Parks kamen. Ich zeige euch jetzt unser Pixar Hotelzimmer. Erstmal muss ich mal zeigen, wie süß dieses Sully Room Occupied Schild ist. Hinter uns haben wir die Toilette. Moment, hier ist Luca. So viele kleine Details, die Pixar-Lampe. Wir haben hier einmal die Dusche natürlich mit, oh, das musst du zeigen, die Farben von Pixar drin in der Dusche. Sehr süß. Dann haben wir hier einmal eine Shower Cap und ein Vanity Kit. Und dann haben wir hier noch Body Lotion und Hand Soap, auch mit dem süßen Pixar-Thema. Ansonsten haben wir noch einen Föhn, genügend Handtücher, einen Schminkspiegel. Ich sehe sehr müde aus. Dann haben wir hier im Schrank Plastiktüte, ein Bügeleisen, ein Bügelbrett, extra Blankets und Pillows. Dann haben wir hier eine Kaffeestation mit einer Kaffeemaschine. Ich weiß schon, wie sie jetzt funktioniert von dem letzten Hotel. Das heißt, ich kann uns morgen Kaffee machen. Gläser, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir... Ah, hier. Schaut mal. Wir haben grünen Tee, wir haben English Breakfast, wir haben Joffrey's Coffee. Very good. Wir haben Cups, die man sogar to go mitnehmen kann mit Deckel, falls man morgens direkt weiterziehen möchte. Und ein Condiment Kit. Ja, für Coffee und Tee. Also mit wahrscheinlich Milch und Zucker, würde ich jetzt mal sagen. Dann haben wir auch hier einen kleinen Kühlschrank. Da ist nichts drin. Ah, hier haben wir noch mehr Gläser und Tassen, falls man was braucht. Also das schöne Pixar-Bild da vorne mit den schönen Pixar-Charakteren. Dann haben wir hier The Art of Pixar. Ist das die Bibel hier? Genau, kann man sich ja durchlesen. Ist halt ein Pixar-Buch. Können wir später mal reinschauen. Das können wir wahrscheinlich nicht mitnehmen. Ist auch super schwer, ich habe gar keinen Platz mehr im Koffer. Dann haben wir hier einmal ein Welcome. Dann, oh, wir haben Postkarten. Einmal die. Wir müssen fragen, ob wir noch eine zweite bekommen. Und dann Greetings from Great Marple, California. Dann haben wir hier noch Welcome, dann haben wir hier Spa. Und damit kann man hier noch so ein paar Infos durchlesen.
Alles sehr schön designt. Dann haben wir ein Gift Inside. Welcome home, you're invited. Gift Inside. Receive a gift. Stop by the Discovery Desk on the first floor to pick up a special gift. Zeigen wir euch dann morgen. I think it's for DVC people. Disney Vacation Club. Oh, we can ask. Yeah. But there's a nice picture. There is a nice, schönes Bild, sorry. Dann haben wir hier eine sehr schöne Pixar-Lampe. Oh, da ist der Safe. Und eine Schublade. Dann haben wir hier ein Beistellbett, was man wahrscheinlich ausziehen kann. Dann haben wir hier oben die, und wieder ein schönes Pixar-Bild. Wir haben zwei wunderschöne große Doppelbetten. Oh. Mit einem so schönen Pixar-Ballkissen. Dann haben wir hier noch Stift und Kugelschreiber. Wir haben die Klimaanlage, ist aber ganz schön laut. Und die Fotofahne ist super schön. Ja, das war's. Oh, guck mal, sogar hier sind Pixar-Bälle. Wenn du genau hinschaust, sieht man das? Hier, maybe? Da sind so kleine Pixar-Bälle. Wir haben eben die Disneyland im Paris Ambassador getroffen und die meinten, dass die Betten so bequem sind. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich mich freue, gleich da drin schlafen zu können. Ich muss euch unbedingt noch tagsüber die Aussicht zeigen aus unserem Hotelzimmer. Man sieht einfach aufs Pixar Pier, da habt ihr das Riesenrad, Incredible Coaster, der lang fährt. So eine schöne Aussicht. Ich lieb's einfach. Es sieht so schön aus. Das ist das Pixar Hotel, Pixar Place Hotel von außen. Ich finde, es sieht jetzt nicht so Disney-mäßig aus von außen her. Und es ist auch nicht neu erbaut worden, es wurde umthematisiert. Also das Gebäude stand schon da, es war ein anderes Hotel. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Und wegen der Nähe zum Disney California Adventure, was der Pixar Pier hat, wurde es halt zu Pixar umthematisiert. Und schaut euch mal diese süßen Details an, die Mickey Head da oben. Ah, diese Details hier. Naja, auf jeden Fall wurde es dann zu Pixar Place Hotel. Ich finde es auch schön, dass es hier überall so im Hintergrund ganz dezente Pixar-Musik gibt. So Aufzugmusik kann man schon sagen. Aber wenn man genau hinhört, hört man, dass es halt Pixar-Musik ist. Und die Lampen hier. Also die Details können Sie echt hier in Disneyland Anaheim. Alles so viel Liebe zum Detail. Hier spielt tatsächlich auch der Charakter von Soul, ich weiß gerade seinen Namen nicht, der von Soul halt. Aber anscheinend nur am Wochenende, so wie wir es gesehen haben. Ich kann euch mal den Schedule zeigen, der hängt dort. Werden wir jetzt leider nicht sehen können, hier Live-Musik. Friday, Saturday und Sundays um die Uhrzeiten. Und obwohl da steht Pixar Pool Deck. Keine Ahnung, mal gucken. Aber wir haben ihn jetzt gestern auch nicht gesehen.
likes music, is that correct? Yeah, for sure. Me too. You might even say it's my passion, you know? I'm on the go. Maybe I don't always know exactly where I'm going, but I tell you what, the A train is the best way to get there. Aktuell gibt es ja auch eine Inside-Out-Walkthrough-Exhibition auf dem Second Floor. Machen wir auch noch. Und hier ist Belldesk. Belldesk ist im Prinzip sowas wie Gepäckabgabe und so. Mein Paket wird auch hier hingeliefert. Also wenn ihr Pakete herschickt, kommt das auch zu Belldesk. Dann haben wir jetzt hier die Lobby mit der Rezeption. Und wieder so schönen Pixar-Bildern. Genau, die Rezeption. Man muss hier überall mal hinschauen. Überall findet man kleine Details. Hier Monsters Inc. Hi! Alle sind hier so nett. Die Incredibles. Das ist jetzt hier der Eingangsbereich, wenn man ins Hotel kommt. Und ich hatte einen super netten Cast-Member, Danny. Wir haben uns kurz überhalten. Gestern hat er uns auch eingecheckt, weil wir aus der Schweiz sind. Also ich bin aus der Schweiz. Und ich glaube, er kommt jetzt wieder mit einem Geschenk. Er kommt da von links. Oh Gott. Ja, Donny kam nochmal und das ist ein Magic Moment. Er hat uns einfach, also Sam und mir, die jetzt nicht hier ist, weil ich gesagt habe, my friend, weil ich möchte das nicht alleine haben, wenn, dann soll sie auch was bekommen, hat uns einfach noch hier diesen Turmbeutel gebracht. Das sind die letzten zwei und das geben sie wirklich nur raus für Special Occasions. Wir haben uns halt ein bisschen unterhalten über die Schweiz. Ich habe gesagt, dass ich in der Schweiz am Flughafen arbeite. Und ja, wir haben uns einfach nett unterhalten kurz. Und dann kam er mit den zwei Taschen für uns und da sind auch noch Süßigkeiten drin. Schaut mal. Schweinfleisch. Ich will hier nicht weg. Die Bing Bong Karte hat er mir vorher auch schon gegeben. Und Rice Krispies mit Bing Bong. Strawberry Shortcake Krispies. Ja. Ich bin gerade ein bisschen emotional. Das habe ich halt am letzten Tag nicht mehr erwartet. Es ist aber so schön hier. Hi Bing Bong, so nice to see you here. You look so lovely and see what I got from, I got a picture from you. It's you. Aww, you love it, right? Can you hold it for a picture? Very nice dance. Wenn ihr in den Disney Parks wollt, zum Beispiel ins California Adventure, gibt es einen direkten Zugang zum Disney California Adventure. Wenn ihr in den Disneyland Park wollt, müsst ihr durchs Downtown laufen. Das bedeutet, ihr müsst zum Grand California Hotel laufen, was genau gegenüber da hinten ist. Ist nicht weit, ist ein 10 Minuten Laufweg. Und müsst dann durch das Hotel laufen und dann ins Downtown. Und dort kommt ihr dann zum Disneyland Park. Ich filme ungern auf Toiletten, aber das wollte ich euch mal zeigen. Auch in den Disney, im Disney Park
findet ihr in den Damentoiletten kostenlose Binden und Tampons. Die Tampons sind ein bisschen anders, weil die hier mit Applikator sind. Aber die gibt es hier komplett kostenlos. Kann man sich einfach nehmen, wenn man es bräuchte. Wir schauen uns jetzt mal den Shop an, den Story Shop. Anspielung natürlich auf Wall-E. Und ja, hier haben wir Monsters Inc. Sachen. Monster AG. Trinkflaschen. Hier gibt es Pixarfests Merchandise auch noch. Der Hoodie ist cool. Yeah, it's very nice. This one is very nice for you. I like it a lot as well. Because it's, like it's your style. Yeah, it is. Very much so with the printed stuff. Pixarfest Merch. Oh, I'm sorry. Hier haben wir noch Cars Merchandise. Hier haben wir ein bisschen was an Artwork, was man das kaufen kann. Hier haben wir Schulterpuppe Remy, die sind übrigens teurer, $25 hier. Lotso, also ein paar Kuscheltiere haben wir hier. It's very cute. Hier ist auch noch Cars, noch mehr Cars. Meistens, das meiste ist Spielzeug. Hier haben wir ein paar Süßigkeiten. Ich finde man auch die Musik im Hintergrund so schön. Hier gibt es ein paar Ornamente. Hier gibt es ein Toy Story Spielzeug. Buzz Lightyear Shirt, Hoodie, T-Shirt, Rucksack. So ein Hoodie. Jumper. Loungefly. Pizza Planet. That's a nice shirt for you. I've seen that around as well and I've thought about it. I think it will. I think very, very nice for you. Okay. Noch mehr Lounges da unten. Hier gibt es noch Autogrammbücher. Oh, okay. I'm sorry, don't worry. Pixar-Buch, was man auch im Hotelzimmer hatten. So ein riesen Rucksack. Alright. Also der Rucksack ist echt riesig. Das wäre so ein praktischer Rucksack für mich. Kann man so gefühlt so einen halben Hausstand mitnehmen. Auch hier so eine Umhängetasche, da passt echt viel rein. Gibt es hier natürlich auch die Hüte zu kaufen. Ein paar Schwimmsachen für Kinder, falls ihr die Sachen vergessen habt. Ja, das Merchandise haben wir auch schon mal gesehen, Halloween ein bisschen und 2024. Dann haben wir hier Magic Bands. Und hier haben wir Pressed Penny Collectibles. Also hier kann man sich dann Pressed Pennies holen, $1 each oder alle 8 für $5. Und auf der Seite ist immer Pixar Hotel. Pixar Place Hotel ist schon sehr, sehr süß. Medikamente gibt es übrigens auch, falls ihr irgendwie krank seid oder so. Falls ihr was braucht, gibt es auch Medikamente hier. Pins, Pixar Pins, aber vom Hotel habe ich noch keine gesehen. Okay.
hier mal Pixar. Ah, hier ist das Pixar Place Hotel Merchandise. Wir haben einen Magneten. Wir haben einen Pin. Und wir haben ein T-Shirt. Und ein bisschen was an Artwork, was man hier kaufen kann. Da seht ihr die Preise für ein, zwei, drei Bilder. Kann man sich dann zusammenstellen. Ja, richtig schöner Shop für Pixar-Fans. Also hier seht ihr den Pool, sogar ein Whirlpool da vorne. So eine kleine Chill-Out-Area und da kann man auch so Sachen spielen. Also wir gehen auf jeden Fall gleich mal hin. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich Disney California Adventure. Thank you. Ja, die kleinen Details überall. Oh my god, and even in the elevators, they have little things, little details. That's obviously Flick from. Das ist der Eingang, wenn man jetzt hier reinkommt. Und allein schon die Tür ist super schön. Wenn man hier reinkommt, hat man die Pixar-Lampe. Hier kann man auch Bing Bong treffen, direkt am Eingang. Und ja, es ist einfach super schön. Hier haben wir die Lobby und die Rezeption, wo ihr dann einchecken könnt, etc. Auf der anderen Seite haben wir noch so kleine Cafés-Sitzmöglichkeiten. Hier haben wir das Sketchpad Café. Dort gibt es Kaffee, Kleinigkeiten zum Essen, das schauen wir uns jetzt auch mal an. Und hier ist der Story Show, ist das ein Zungenbrecher? Story Shop, den ich euch auch noch später zeige. Hier haben wir die Espresso Bar. Es gibt natürlich Kaffee, Americano, es gibt Latte, es gibt Owned Brew, also man kann sich selbst zusammenstellen mit verschiedenen Toppings. Und es gibt Tea Time. Schauen wir uns das auf jeden Fall mal an. Hier laufen ein paar Pixar Short Filme, glaube ich, Shorts. Und hier gibt es dann. Also überall findet man super schöne Artworks von dem Pixar-Film. Und hier gibt es Mint-Mokka-Latte, habe ich auch noch nie gehört. Hier gibt es zum Beispiel so kleine Snacks, wenn ihr irgendwas braucht. Zwischendurch zum Frühstück kann man sich hier was holen. Pasta-Salat, es gibt hier Chicken Caesar Salad, Balance Box, Chicken Salad Sandwich, Vegan Barbecue Wrap. Es gibt dann natürlich was Süßes mit Muffin für $5.50, Croissant. Und einen Kuchen und Kaffee gibt es natürlich auch. Ich finde es sehr, sehr stilvoll und super schön eingerichtet mit überall den schönen Artworks, die Musik, die im Hintergrund läuft und auch die Toilettenzeichen sind im Pixar-Stil Restrooms mit Woody für Männer und Boobie für Frauen. Man muss tatsächlich in jede Ecke gucken, um die Details zu sehen. Ich gehe gleich nochmal auf die andere Seite. Jetzt soll ich hier die Frauentoilette. Und das meine ich mit Details. Hier haben wir einfach Frozone in einer Fliese verarbeitet. Einfach so kleine Details. Und hier haben wir dann noch ein weiteres Restaurant, wo wir auch dann gleich was zum Frühstücken, ein Frühstück zu uns nehmen möchten. Also All-Day-Menü haben wir hier, verschiedene Sachen, Brunch-Favorites, da glaube ich, werde ich mir auf jeden Fall was holen von. Ich sehe schon irgendwas mit Benedict, da bin ich schon dabei. Dann gibt es hier auch wieder noch Artworks. Das ist Monsters Inc., sieht so seltsam aus. Wall-E und das weiß ich jetzt nicht, was es ist, was es sein könnte. Und da kann man auch nochmal rausgehen. Ja, also ins Restaurant, wie gesagt, gehen wir gleich zum Essen. Ich zeige euch noch den Pool. Es gibt noch, wie gesagt, den Inside-Out-Showroom und das machen wir jetzt. Wir sind jetzt auf der zweiten Etage und hier gibt es ein Fitnesscenter, hier gibt es Guest Laundry, Creation Club Meeting Rooms und das Inside-Out 2 Walkthrough Exhibit. Das machen wir gleich. Wir gucken das mal ins Fitnessstudio. Hier ist über Enterprise, falls ihr ein Auto mieten wollt. Natürlich ist Sully hier, der stark und muskulös ist. Jetzt muss ich kurz die Karte suchen, weil man braucht die Karte.
Okay. Oh, eine Person ist da. Das Bild ist cool. Ja, also es gibt hier Laufbahn, ein paar Gewichte. Ich möchte jetzt nicht so viel filmen, weil da, wie gesagt, jemand ist. Ja, also noch Gewichte. Ja, ganz nettes Fitnessstudio auf jeden Fall. Das Bild ist cool. So, schauen wir mal. So ein bisschen was an Artwork. Wir haben gerade erfahren, dass es 16 von diesen Bodencharakteren gibt. Und jetzt sind wir auf der Suche nach denen. Überall sieht man die. Da vorne ist auch noch einer. Also insgesamt gibt es 16. Wir gehen jetzt was essen, haben jetzt ein bisschen was gefilmt hier. Und Donny oder Duni, der Castmember, hat mir einfach schon wieder was gegeben. Einfach Cookies Krispies. Er ist einfach lovely. Ja. Wir gehen jetzt was essen hier in dem Restaurant. Es ist nicht irgendwie Disney thematisiert, aber wir haben Hunger. Hier gibt es Brunch und Frühstück von, ich glaube, 8 bis 2 Uhr mittags. Und das machen wir jetzt. Das ist das Menü. Ich zeige euch jetzt mal ein bisschen. Great Marple All Day Menü. Ja, es gibt ganz normale Sachen. Sweets, Sandwiches, Burger. Hier gibt es Main Courses. Da seht ihr auch die Preise dahinter. Salads. Aber ich habe Duni, mein guter Freund, hat mir schon gesagt, die Ex-Benedict, und ihr wisst, ich liebe Ex-Benedict, on the cruise, every morning I have to eat Ex-Benedict. Weil nächstes Jahr gehen wir ja auf Kreuzfahrt, ne? Disney Cruise, Sam, hi. Yes, we're going to Disney Cruise next year, maybe. No, you said we're going. Wahrscheinlich, probably. und hier, da ist es, Canyon Shrimp Biscuit Benedict. $27, aber hey, was kostet die Welt hier im Disneyland? Ja, jetzt ist es auch egal. Aber er hat gesagt, das ist so gut. Ich weiß auch nicht, was ich gemacht habe zum Duni. Ich war einfach nur nett und habe mit ihm gesprochen. Und er hat gesagt, seine Schicht endet um 1.30 Uhr. Deswegen sind wir jetzt kurz bevorher noch hier hingegangen sind. Nochmal zu ihm und habe ich nochmal gesagt, danke nochmal vielmals für die ganzen Sachen, die er uns den ganzen Morgen schon gegeben hat. Und dann sagt er, ah, wait, also warte nur eine Sekunde. Oh, we have this postcard. It's over there. Warte kurz eine Sekunde. Und dann kam er mit einem Briefumschlag und meinte, es ist wirklich top secret, dass man sowas eigentlich nicht bekommt. Und da sind einfach Bilder drin von Mickey und Minnie. Dann, als hätte er es gewusst, Belle, meine Lieblingsprinzessin, Peter Pan und Wendy als Foto. Die sind so schön, die Fotos. Und dann auch mal Minnie Maus. Also, ja. But they cut her feet. That's a terrible photo. Wenn ich immer von Sam Fotos mache und so die Füße abschneide. It's so annoying when he's like that, because I'm like, is she footless? Is she like... She lost her feet. And if it was like a little bit higher, it's okay, yeah. This is ridiculous. Also Sam wird das hier aufregen. Aber es ist trotzdem ein sehr schönes Foto. It's a really nice Vielen photo. Dank. Das Essen ist da und wir teilen uns eine Chicken Tortilla Soup. Es kommt. Ja. Yes. Genau, das haben wir uns als Starter geteilt. Oh, thank you oh so much. God. Oh, wow. That's also huge and big. Oh, wow. what are you doing to the table? Meine Ex-Benedict sind gekommen mit Shrimps. Sieht aus, als wäre ein Kartoffelpuffer irgendwie drunter mit Kartoffelgratin. That's incredible. Und das ist Sam's, what is it, Rib-Eye-Sandwich? Rib-Eye-Melt, they call it, yeah. Ja, also Rib-Eye-Sandwich mit Trüffel.
Trüffel Pommes. Es riecht so gut. Oh mein Gott, das Essen sieht so gut aus. Bestellen wir uns eine Suppe zum Teilen, dann isst sie einen Löffel, zwei. Soll ich den Rest essen? I might just have one more. Yeah, please, go for it. Like, there's a whole pot. Is it spicy? Just a tiny bit. I have a bad one already, so. Ich hole mal das Brot hier, damit ich nicht klecker. Sam is dying. Oh, wow. It's so good, isn't it? Genuinely, it's really good. Schmeckt echt wie so ein püriertes Sandwich, aber es ist sehr lecker, wow. Okay, es ist richtig gut. Why do we not have these things in, like, Europe? Und das ist halt eine Saisonkarte, also die Suppe haben sie nicht immer. Seasonal, yeah. Ja. Oh mein Gott, es ist wirklich so gut. The chicken. That's super seasonal, by the way. I think that's awesome. So may not be here when you come, but maybe. So ich spreche jetzt die Ex Benedict. Die Shrimps sind sehr, sehr lecker. Ich weiß ja nicht, was es unten sein soll. Das ist kein Kartoffelpuffer. Ich glaube, es ist so eine Art Pancake. Der Kartoffelgratin ist jetzt nicht so mein Fall. Es ist okay, aber ich glaube, Pommes oder so hätte ich besser gefunden. Aber ich habe ja noch Pommes von Sam. Die Trüffelpommes. Mmh. Es ist so gut. This is so much food. Ich bin im Himmel. Also ich glaube, Ant-Man kam gerade und hat die Donuts vergrößert, weil das ist doch kein Dessert. Das ist ja eine Hauptspeise. Even big for a Hauptspeise. Like yeah, main course. Also das werden wir nie schaffen. Wir sind so satt, die Portionen sind immer so groß. Es ist halt Bacon drauf, ist halt sowas crazy auch noch. Also süß mit Bacon. Your reaction was amazing when they put it on the table. Yeah. So she was like, oh my, you were scared. Ja, sie hat die Kellnerin also auf den Tisch gestellt und ich so, oh mein Gott. Und Sam hat noch nicht drauf geguckt, sie hat auf ihr Handy geguckt. Und dann guckt sie auf einmal und das Gesicht. Wir sind jetzt zurück im Hotel und waren kurz bei Target. Und ich fahre jetzt noch hoch zum Pool. Wir haben knapp eine Dreiviertelstunde. Ich muss unbedingt noch schnell rutschen gehen und wenigstens ein bisschen in den Pool, wenigstens ganz kurz. Und ja, das machen wir jetzt. Wenn ihr Hunger habt, gibt es hier auch so kleine Snacks. Toiletten gibt es hier, Cocktails, wahrscheinlich auch Eis. Und hier so eine kleine Play Area. Wahrscheinlich Shuffleboard mit La Luna thematisiert. Verschiedene kleine Spiele, die man sich wahrscheinlich ausleihen kann. Ja. Und abends, glaube ich, sieht es hier auch sehr schön aus. Und man hat hier tatsächlich auch, kann man sich abends das Feuerwerk anschauen. Von dem Hotel aus. Hier kann man Schach spielen. Das alles kann man sich wahrscheinlich halt ausleihen. Und da sieht man den Park, das Disneyland Hotel. Oh, ich werde diesen Platz, diesen Ort vermissen. Ja, hier kann man abends auch sitzen. Schaut euch diese Feuerplätze an, die auch thematisiert sind. Bisschen wie Urlaub. Das ist natürlich sehr, sehr busy hier ist, kann ich euch nicht alles zeigen, da hier auch Leute liegen. Aber ich kann so ein bisschen hier mal an den Poolrand gehen. Hier gibt es einen großen Pool. Hier gibt es auch Liegen. Hier gibt es genügend Liegen. Es gibt ja auch einen Kinderbereich.
auch süß thematisiert. Es gibt eine Rutsche, die ich euch gleich zeige, auf die ich auch noch gleich fahre. Hier halt rum. Süß thematisiert ist mit Findet Nemo. Ich nehme gleich die andere Kamera und werde dann noch ein bisschen weiter filmen und nehme jetzt gleich die Rutsche mit. Also die Pool Area ist wirklich super schön. Natürlich war es jetzt busy um die Zeit, aber hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Leider war ich nur 2 Minuten im Pool, aber hey, immerhin habe ich mein Bikini benutzt. Anscheinend ist Joe Gardner unten in der Lobby von Seoul, spielt am Klavier. Gucken, ob ich ihn noch sehe. Sam hat ihn auf jeden Fall gesehen. Das fährt auch hoch. Warum fahren die alle hoch? Der fährt runter. Warum fährt er auch hoch? Und passt natürlich zum Pool-Thema, ist hier auch das Findet Nemo-Bild. Ja, und das war die Hoteltour hier im Pixar Place Hotel in Disneyland Anaheim. Es ist ein wirklich super schönes Hotel, die Lage ist perfekt. Es ist, wie gesagt, das günstigste von den 3 Disney-Hotels hier in Anaheim, aber es ist nicht wirklich günstig, wenn ihr mal übernachten wollt und herkommt. Wir haben, wie gesagt, nur eine Nacht gehabt. Wir haben das Beste draus gemacht in der kurzen Zeit. Wir kamen sehr spät aus dem Park gestern, ich glaube um 11. Mussten dann heute Morgen ja schon um 11 Uhr auschecken. Viel Zeit hatten wir nicht hier in dem Hotel, aber wir haben das Beste draus gemacht. Es ist wirklich ein wunderschönes Hotel und ja, vielleicht seid ihr ja auch demnächst mal in Anaheim und wollt hier übernachten. Ja, schreibt mir in die Kommentare, was ihr vom Hotel denkt. Und ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst wieder einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Ciao!